In diesem Thema geht es um das Internetprotokoll, das IP und damit um ein Protokoll auf ISO OSI Layer 3 bzw. im Department of Defense Modell auf Schicht Nummer 2, also die Schicht, die dann unabhängig von den, in beiden Modellen unabhängig von den konkreten Netzwerktechnologien ist, die eingesetzt werden. IP ist ein relativ umfangreiches und komplexes Thema. Wir werden uns jetzt zu Beginn zuerst einmal auseinandersetzen mit der IP-Adressierung, uns dann anschauen, wie denn ein IP-Paket aufgebaut ist. Also da sind wir wieder ähnlich unterwegs wie beim Ethernet, nur gibt es bei den IP-Paketen nochmal andere Details, die man anschauen muss. Dann werden wir gehen auf etwas, das sich Routing nennt. Das ist eben das Spezifische am IP, dass die Pakete dynamisch auf dynamischen Wegen vom Start zum Ziel geleitet werden. Diese Annahme, dass man ein Paket auf unterschiedlichen Wegen zum Ziel bringen kann, die gibt es im Ethernet noch nicht. Und dann zwei Aspekte, die man braucht, um zu verstehen, wie Ethernet funktioniert. Einerseits, wie IP im lokalen Ethernet abgewickelt wird oder die Verbindung zwischen Schicht 2 und 3 hergestellt wird. Das ist das ARP, das Address Resolution Protocol, und dann etwas, was sehr hohe praktische Relevanz hat, die sogenannte Network Address Translation oder das NAT, kommen wir ganz am Ende dazu. Gut, ganz grundlegend einmal ist IP, wie gesagt, das Protokoll, das Internet an sich realisieren soll. Die Annahme, die Designannahme hinter dem Ganzen ist, dass es Knoten gibt, die in Netzwerken organisiert sind, und diese Netzwerke sind beliebig untereinander verbunden. Das heißt, im Normalfall, wenn das jetzt einzelne Netzwerke sind, nicht mehr einzelne Hosts, dann kann es zwischen den Netzwerken beliebig viele Verbindungen geben. Und innerhalb eines Netzwerks, wir haben schon mal dazu gesagt, autonomes System, innerhalb eines Netzwerks kann es wiederum ganz viele Einzelknoten geben, die untereinander verknüpft sind. Das sind jetzt tatsächlich Rechner, so da hier oben auf der Ebene, das sind die autonomen Systeme, das sind jetzt die einzelnen Netzwerkknoten, die sind zum Beispiel in einem Ethernet, logisch wiederum, so miteinander verknüpft. Und was dann spezifisch für ein Netzwerk ist, in dem IP gesprochen wird, in einem Netzwerk, das in dem IP gesprochen wird, gibt es eine ausgezeichnete Komponente, mindestens eine von diesen, und das ist der sogenannte Router oder Router, je nachdem wie man es aussprechen möchte. Und der ist dafür zuständig, dass es Verbindungen zu den anderen autonomen Systemen gibt. Also der stellt diese Verbindungen nach oben hin her. So, das Ziel des Internet ist es jetzt, dass jeder Rechner in jedem autonomen System mit jedem anderen Rechner in jedem anderen autonomen System kommunizieren kann. Die Voraussetzung dafür, bevor wir uns anschauen, wie denn das grundsätzlich funktionieren kann, die Voraussetzung dafür ist, dass jeder Rechner, jeder Host eindeutig adressierbar ist. Jetzt haben wir schon gesagt, Ethernet kennt sowas wie die MAC-Adresse, die ist eindeutig, weltweit eindeutig zugewiesen, das heißt, die könnte man grundsätzlich verwenden. Jetzt ist es aber so, dass Ethernet ja nicht die einzige Netzwerktechnologie ist, die verwendet wird. Es gibt andere Netzwerktechnologien, die nicht die gleiche Art der Adressierung verwenden. Das ist also nicht das, was man nehmen möchte. Deswegen verwendet man eine zusätzliche Adresse auf Layer 3, legt es über die Hardware-Adressen drüber und weist in dieser Adressierungsschicht auf Ebene 3 eben jeden einzelnen Host, der im Internet auffindbar und ansprechbar sein soll, eine sogenannte IP-Adresse zu. Die IP-Adresse ist eine Nummer, auch die wiederum ist weltweit eindeutig, und wie die aufgebaut ist, wie die Logik da drinnen ist, das schauen wir uns jetzt gleich im nächsten Schritt an. Die IP-Adresse ist eine Nummer, die jedem Rechner zugewiesen wird, und die folgt einer gewissen Logik. Wenn wir da mal kurz weiterblättern zur IP-Adressierung, sehen wir das, aber auch gleich im nächsten Schritt.
grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen dem sogenannten IPv4 und dem IPv5, V6. Das eine, man kennt es an der Nummer, ist die alte Version, das andere ist die neuere Version. Die unterscheiden sich ganz grundlegend und zwar vor allem in der Adressierung. Gar nicht so sehr im Routing, das Funktionsprinzip ist nach wie vor das gleiche, kommen wir nachher dazu. Das Problem, das man aber irgendwann mit IPv4 gehabt hat, ist, dass die Adressen im Internet ausgegangen sind, man deswegen was Moderneres benötigt hat mit größerem Adressraum und vor allem deswegen auch IPv6 geschaffen worden ist. Jetzt hat aber IPv4, nachdem die ganze Infrastruktur im Internet darauf aufgebaut ist, derartig große Beharrungskräfte, dass, obwohl es IPv6 schon mittlerweile fast Jahrzehnte, muss man sagen, gibt, zumindest ein Jahrzehnt, auch das im operativen Einsatz ist, noch nicht die Verbreitung oder die praktische Anwendung gefunden, die man erwarten könnte. Es wird nach wie vor auf IPv4 gesetzt, obwohl es eigentlich keine Adressen mehr gibt, keine freien. Also es eigentlich nicht mehr möglich ist, im Netz neu adressierbare Rechner zuzuweisen oder einzuhängen. Da gibt es aber eben Workarounds, die nicht super sind, nie vorgesehen waren, aber die ausreichend gut funktionieren, dass die Motivation, da was anderes zu schaffen, einfach insgesamt nicht groß genug ist. Wir bleiben auch wegen der Handhabbarkeit der Adressen in den folgenden Erklärungen einmal bei IPv4. Bei IPv6 werden die Adressen, wie gesagt, größer. Das Ganze ist dann einfach schwieriger hinzuschreiben. Deswegen konzentrieren wir uns auch aufgrund der Praxisrelevanz nach wie vor auf IPv4. Bei IPv4 ist es so, dass die IP-Adressen grundsätzlich 32 Bit haben, also 4 Byte. Insgesamt, damit sind gut 4 Milliarden Rechner adressierbar. Das ist da nochmal ausgerechnet, wie viele Rechner das insgesamt sind. Das horcht sich mal grundsätzlich viel an. Wenn man sich jetzt aber überlegt, dass jedes einzelne Gerät im Netz eine Adresse braucht, dass die meisten von uns, so wie man, wenn wir uns jetzt das Video anschauen, das nicht gerade am Smartphone basiert, sondern vielleicht am Rechner oder am Tablet, schon mindestens zwei Geräte haben, die jeweils mindestens eine IP-Adresse haben. Wenn das Ding im WLAN hängt und gleichzeitig das Smartphone noch eingebucht ist in einem Mobilfunknetzwerk, hat schon zwei IP-Adressen. Also der IP-Adressenbedarf ist massiv gestiegen. Außerdem ist da nochmal ein massiver Verschnitt drinnen, weil relativ viele Adressen einfach verwaltungstechnisch reserviert sind, die kann man gar nicht nutzen. Und das dritte Problem, das man hat, ist, dass man am Anfang, wie das Internet aufgekommen ist, diese IP-Adressblöcke, auch die sind wieder dezentral verwaltet, so wie bei MAC-Adressen, wenn wir uns erinnern, die hat man sehr liberal vergeben. Das heißt, man hat großen Unternehmen, Universitäten, die am Anfang im Internet dabei waren, riesige IP-Adressblöcke zur Verwaltung gegeben, obwohl die vielleicht gar nie ausschöpfen können. Das heißt, man hat vielleicht nur das obere der 4 Bytes festgelegt und hat dem Unternehmen die unteren 3 Bytes zur Verwaltung gelassen, hat ihnen also 24 Bit an Adressraum gegeben. 24 Bits an über 16 Millionen und 16 Millionen Adressen braucht nicht notwendigerweise ein einzelnes Unternehmen oder einzelne Universitäten. Man war aber da sehr freigebig, weil man glaubt hat, werden eh nicht so viele Leute nutzen. Das ist sukzessive restriktiver geworden. Man hat irgendwann einmal nur mehr Netze vergeben, die bei denen 2 Byte festgelegt waren und der Adressraum, der frei definierbar ist, die unteren 2 Byte waren. Zum Beispiel die Uni Linz hat so ein sogenanntes Klasse B-Netz, die mit dem obersten Byte war ein Klasse A-Netz. Also 14078, wenn man mal auf die IP-Adressen schaut, die man so am Campus bekommt, 14078 ist das Klasse B-Netz der JKU. Alles, was da drunter ist, gehört zu dem Verwaltungsbereich der Uni Linz. Und irgendwann sind dann überhaupt nur mehr Klasse C-Netze vergeben worden, da ist nur mehr das untere Byte festlegbar und damit kann man schon einmal 250 Rechner zuteilen.
Trotzdem sind die irgendwann einmal ausgegangen. Es gibt also eben eine Verwaltungsstelle, die für die Zuteilung verantwortlich ist. Die hat keine IP-Adressen mehr frei vergebbar gehabt und deswegen eigentlich die Idee auf IPv6 umzusteigen. Bei IPv6 hat man dann nicht mehr 32, sondern gleich ordentlich 128 Bit für die Adressierung verwendbar. Das kann man gar nicht mehr wirklich gut ausschreiben. Wir sprechen von 3,4 mal 10 hoch 138 Adressen und damit ist jeder Quadratmillimeter, da ausgerechnet Erdoberfläche mit x Tausenden oder x Millionen Adressen adressierbar. Anders gerechnet hat einmal irgendwer versucht zu berechnen. Man könnte mit IPv6 jeden Kubikzentimeter, wenn man auf Volumen geht, bis zu, glaube ich, 100 Kilometer unter die Erdoberfläche und 100 Kilometer oben drüber, locker eindeutig adressieren und hat nach wie vor keinen Mangel an IP-Adressen. Das sollte jetzt tatsächlich reichen. Wissen tut man es nie, aber grundsätzlich wäre das die Idee gewesen, das Ganze auf 128 Bit umzustellen. Wir bleiben bei IPv4 und haben da, ich habe es jetzt ja schon erwähnt, beim Netz der JCO 14078, haben da eine Darstellungsweise, die sie durchgesetzt hat. Das ist folgende, dass man diese IP-Adresse in vier Zahlen schreibt, die die Dezimaldarstellung jedes einzelnen Bytes sind. Das heißt, das sind vier Zahlen. Diese Zahlen können von 0 bis 255 gehen, weil das genau der Dezimalnummernbereich ist, den man mit 8 Bit abbilden kann. So wie wir da im Beispiel die IP-Adresse stehen haben, 203.0.113.195, das wäre eben genauso eine IP-Adresse. Unten ist dann nur ein Beispiel für IPv6, gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. So, in dieser IP-Adresse stecken wiederum zwei Teile drinnen. In dieser IP-Adresse, oder die wird unterteilt in den sogenannten Netzwerkteil und den sogenannten Host-Teil. Wir erinnern uns, bei der Vergabe von MAC-Adressen wird unterteilt in den Hersteller und in die laufende Nummer des Geräts. Bei der IP-Adresse wird, und zwar dynamisch unterteilt, in jenen Teil, der beschreibt, in welchem Netzwerk sich ein Gerät befindet, und in den Teil, der beschreibt, welcher Computer, welche laufende Nummer in diesem Netzwerk das Ding hat. Der Begriff Netzwerk ist da jetzt so zu verstehen, dass damit folgende Rechner gemeint sind, die man verwenden kann, ohne dass ein Router dazwischen hängt. Auf die Zeichnung von vorhin zurückzukommen, wären also die Rechner innerhalb eines Netzwerkes, das wären genau die würden den gleichen Netzwerkteil in der IP-Adresse haben, während alle, die außerhalb liegen, also diese unabhängigen autonomen Systeme, unterschiedliche Netzwerkteile haben. Jetzt wird das, wenn wir da wieder zurückblättern, dynamisch konfiguriert, und zwar mit einem Teil, der sich Netzmaske nennt. Die Netzmaske, wenn man schon mal IP-Verbindung manuell eingestellt hat, muss man meistens drei Parameter einstellen, mindestens, aber das sind die, die es minimal braucht, damit IP funktionieren kann. Das ist die IP-Adresse des eigenen Computers, das ist die Adresse des Default-Gateways. Der Default-Gateway ist dann jener Rechner, meistens der Router, an den alle Pakete geschickt werden, die nicht im lokalen Netzwerk liegen oder die nicht ans lokale Netzwerk, an Rechner im lokalen Netzwerk adressiert sind, und die Netzmaske. Die Netzmaske legt fest, wie viele Bits des gesamten 32-Bit dem Netzwerkteil festzulegen, zuzuordnen sind und wie viele dem Host-Teil. Damit es verständlich ist, also die schreibt man genauso an wie eine normale IP-Adresse, die ist meistens irgendwas bei 255.255.255.0 zum Beispiel oder 255.255.224 wie in unserem Fall. Damit man das verstehen kann, muss man sich anschauen, wie das binär ausschaut. Das haben wir da in unserem Beispiel, da sind diese einzelnen Zahlen auf Binärdarstellung umgewandelt, und was man da sieht, ist, dass 255 als höchste Zahl, die mit 8 Bit darstellbar ist, lauter Einsen entspricht.
Und das 224 entspricht 3 Einsen und hinten 5 Nullen. Das heißt, eine Netzmaske mit 224 hat einen Host-Teil von 5 Bit und einen Netzwerkteil von 27 Bit, wenn ich das jetzt nicht verzögert habe, genau. Und mit einem Host-Teil von 5 Bit kann man grundsätzlich 32 Rechner ansprechen. Das heißt, das ist eine Netzmaske, die dafür geeignet ist, ein Netzwerk aufzubauen, das maximal 32 Knoten enthält. Stimmt nicht ganz, weil die Adresse mit lauter Nullen und die Adresse mit lauter Einsen, wie IP wiederum reserviert ist. Das heißt, wir können 30 Rechner damit ansprechen. Die Nuller bezeichnet das gesamte Netzwerk, die wird nicht verwendet, und die 1 ist die sogenannte, die mit lauter 1 ist die sogenannte Broadcast-Adresse. Wenn die Adresse eingetragen wird, kriegen das alle Rechner im Netzwerk. So. Kurze Einführung ins binäre Denken, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. 5 Bit sind dafür geeignet, um 32 Knoten oder die Zahlen von 0 bis 31 darzustellen. Zweierpotenzen ist das Stellenwertsystem, genauso wie unser 10er Stellenwertsystem. Und mit jeder Stelle, die wir hinzufügen im 10er Stellenwertsystem, verzehnfacht sich die Anzahl der darstellbaren Zahl. Das heißt, wenn wir vorher zwei Stellen haben, können wir die Zahlen von 0 bis 9 darstellen. Wenn wir eine weitere darstellen, hinzufügen, können wir die Zahlen von 0 bis 99 darstellen. Wenn wir nur weitere hinzufügen, also drei Stellen haben, dann können wir von 0 bis 999 darstellen. Also wir haben immer Verzehnfachung. Bei binär haben wir nur zwei Zustände, das heißt, mit jeder zusätzlichen Stelle kriegen wir eine Verdopplung zusammen. Das heißt, wenn wir nur eine Stelle haben, können wir zwei Zustände darstellen. Bei zwei Stellen sind es 4, dann 8, dann 16 und dann 32. Dann sind wir schon bei unserem 5-Bit. Dann wird kommen 64, 128, 256. Jetzt sind wir bei den 8-Bit und ich habe vorher schon gesagt, mit 8-Bit kann man die Zahlen von 0 bis 255 darstellen. So, und dann geht es weiter mit 512, 1024, 2048, 4096, 8192 und dann kann ich es nicht mehr auswendig, bis man irgendwann auf diese komische Zahl, die wir da oben angestrichen haben, kommen 4.294.967.296. Das ist die Zweierpotenz von, also 2 hoch 32 von 32 Bit. So, das war das Wesentliche zu den IP-Adressen. Also wichtig da zu wissen, dass die Zahlen nur von 0 bis 255 gehen können und dass sich die IP-Adresse in einem Netzwerk und in einen Host-Teil aufspaltet und dass das dynamisch festlegbar ist durch die jeweiligen Netzwerkadministratoren, indem man die Netzwerkmaske entsprechend anpasst. Das wird zum Beispiel an der Uni Linz so gemacht, dass dann, wenn aus unserem relativ großen Klasse B-Netz einzelne Subnetze herausgelöst werden sollen für die einzelnen Institute, da die Netzmaske festgelegt wird und dann gesagt wird, okay, CE, ihr kriegt ein Subnetz mit 8 Bit, das heißt, ihr kennt 255 Rechner oder die zwei reservierten nehmen wir weg, ihr kennt 253 Rechner ansprechen und euer Subnetz, das ihr kriegt, ist 140.78.73. Und alles, was drunter kommt, um das kümmert euch selbst. So, und dann ist CE noch irgendwann einmal hergegangen in Kombination oder in Zusammenarbeit mit dem Informationsmanagement und hat dieses Klasse C-Netz nur mehr unterteilt in 4 kleinere Netzwerke, die dann mit einer Firewall abgesichert sind, sodass die Rechner des Instituts abgespalten sind von den Servern, die öffentlich verfügbar sind, und abgespalten sind von den Rechnern im PC-Labor. Also da sind nur mehr dann kleinere Subnetzmasken festgelegt worden. Wenn es jetzt die IP-Adressen gibt, dann kann man sie im nächsten Schritt anschauen, wie die zugeordnet werden und wie das IP-Paket aufgebaut ist.
also dann das nächste Thema, dynamische Zuordnung, weil ich es gerade noch gesehen habe. Diese manuelle Konfiguration möchte man normalerweise nicht machen, gerade so mobil wie wir heute sind, wo wir sich von einem Netzwerk ständig ins andere bewegen mit unseren mobilen Geräten. Deswegen gibt es ein Protokoll, das diese Zuordnung von IP-Adressen automatisiert erlaubt. Das ist ein das sogenannte DHCP, das Dynamic Host Configuration Protocol. Dazu braucht es einen Server im Rechner, also einen Dienstanbieter, der das macht, und der ordnet Clients, die sich bei ihm melden, indem sie einfach ins Netzwerk schreien, hallo, ist da irgendwo ein DHCP-Server, weil die wissen ja noch nichts vom Netzwerk, der ordnet denen eine IP-Adresse zu, sodass die dann sich ins Netzwerk reinhängen können. Das IP-Paket ist jetzt wiederum mit einem Header versehen, so wie wir es bei Ethernet hatten. Und wenn wir uns den Header jetzt genauer anschauen, dann kommen wir da schon auf einige Besonderheiten des IP-Protokolls, also des Internetprotokolls drauf, die wir dann später nochmal genauer anschauen, die wir aber jetzt schon mal ganz grundlegend besprechen müssen. So, in dieser Darstellung ist jede Zeile insgesamt 4 Byte lang, das heißt, dieser Header eines IP-Pakets, der hat immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mal 4, 6 mal 4, 24 Byte, 24 Byte, die festgelegt sind. Davon ist in den ersten 4 Byte abgespeichert. Erstens einmal die Version, die verwendet wird, also IPv4 oder IPv6, dass man das gleich unterscheiden kann. Dann, ihr habt auf der nächsten Seite meinen Schummelzettel, ist da genau nochmal beschrieben, welche Felder das sein. Dann kommt gleich die IP-Header-Length. Es ist gerade bei den Options und beim Padding so, dass dieser Header nicht immer die gleiche Länge hat, das heißt, da wird festgelegt, wie viele der Daten dem Header zuzuordnen sind und wann die Nutzdaten beginnen. Dann kommt das Feld Type of Service, das wäre dafür vorgesehen, wird selten verwendet aktuell, das ist dafür vorgesehen, festzulegen, ob man bestimmte Qualitätsanforderungen an die IP-Paketübermittlung hätte. Das heißt, wenn es hochprioritäre Pakete gibt, die vorrangig weitergeleitet werden sollen, die man auf keinen Fall verworfen haben möchte, dann wird da ein entsprechender Code eingetragen. Dann kommt das Feld Total Length. In Total Length ist eingetragen, wie groß das gesamte IP-Paket ist. Die nächste Zeile beschäftigt sich mit etwas, das sich Fragmentierung nennt, und zwar durchgängig alle 3 Felder. Die Fragmentierung kann dann vorkommen, wenn ein IP-Paket zu groß ist, als dass man es dann auf Ebene 2 als Ganzes übertragen könnte. Muss man dazu wissen, IP-Pakete können standardmäßig bis zu 64 Kilobyte groß werden, also 64.000 Byte groß werden. Wenn wir uns erinnern ans Ethernet-Datenpaket, da haben wir gesagt, ein Ethernet-Datenpaket darf maximal 1500 Byte groß sein. Das heißt, das IP-Paket müsste unterteilt werden, damit es dann weitergeschickt werden kann im Ethernet. Und wann das passiert, das ist grundsätzlich vorgesehen, wann das passiert, dann braucht man diese zweite Zeile, die festlegt, wie die Pakete dann wieder zusammengesetzt werden können. Die Identification, die ist eine eindeutige Nummer, die bei allen Fragmenten dann gleich ist, damit man weiß, was zusammengehört. Das Flag-Feld, das wir da als zweites drinnen haben, hoppala, das hilft nicht, wenn wir es überzeichnen, das Flagfeld, das kann man setzen oder auch nicht und damit kennzeichnen, ob eine Fragmentierung überhaupt zulässig ist oder nicht. Wenn wir sagen, don't fragment, also das Paket darf nicht unterteilt werden und es käme dann zu einer Stelle, wo es aber fragmentiert werden muss und sonst nicht weitergeleitet werden kann, dann wird es im IP, so wie im Ethernet, vorher auch einfach verworfen.
Und der Fragment Offset, der ist dafür da, zu kennzeichnen, ist, wie viel das Fragment eines zerteilten IP-Pakets es denn ist, sodass man es dann wieder zusammensetzen kann auf der anderen Seite. Grundsätzlich versucht man Fragmentierung zu vermeiden, weil die irrsinnig aufwendig ist und zeitaufwendig ist und die Datenübertragungsgeschwindigkeit normalerweise massiv reduziert. Wenn es gar nicht zu vermeiden ist, gibt es eben diese Felder. Üblicherweise versucht man schon senderseitig das Paket so aufzubereiten, dass man bei üblichen Übertragungswegen, das heißt normalerweise eben Ethernet, keine Probleme mit der Fragmentierung bekommt. Das heißt, man nutzt diese 64 Kilobyte gar nicht aus, sondern schränkt sich ein auf 1400 irgendwas Byte, also diese 1500 minus der Header, der auf jeden Fall noch dazukommt, dass das die maximale Übertragungseinheit ist. Die heißt dann auch genauso MTU, die kann man normalerweise in den Netzwerkeinstellungen eines Rechners auch konfigurieren unter diesem Kürzel. Die nächste Zeile hat dann eine mehrfache Funktion. Das erste Feld, das TTL, das bedeutet Time to Live und hat was mit dem Routing zu tun. Time to Live braucht man deswegen, hoppala, wenn wir wieder auf unsere Zeichnung von vorhin zuschauen, zurückschauen. Hier, genau. Time to Live braucht man deswegen, dass wir festlegen können, dass ein Paket nicht beliebig lang immer wieder weitergeleitet wird von einem Router zum nächsten, also von einem autonomen System zum nächsten. Man kann sich ja vorstellen, dass das Paket von dem autonomen, also von einem Rechner in dem System zu einem Rechner in dem System weitergeleitet werden sollen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Wege. Idealerweise kommen wir auf dem Weg 1, 2, 3 dorthin, das heißt mit insgesamt 3 Weiterleitungen und dann noch vielleicht im lokalen Netzwerk nur einmal kommt eine 4. Weiterleitung dazu. Das sind genau sogenannte 4 Hops, also Hopser-Schritte zwischen den Routern, die wir brauchen, um bis zum Ziel zu kommen. In dieser Time to Live ist festgelegt, wie viele Hops maximal zulässig sind. Wenn jetzt dann irgendein Router auf dem Weg dorthin schlecht konfiguriert ist, kann es uns passieren, dass uns die Pakete anfangen im Kreis weitergeleitet zu werden und dann ewig rotieren, was schlecht wäre. Dementsprechend wird in dem Time-to-Live-Feld ein Wert eingetragen, der kann maximal, sind 8 Bit, maximal 255 sein und nach dieser Anzahl von Schritten wird er verworfen. Das wird so realisiert, dass jeder Router auf dem Weg dieses Time-to-Live-Feld einfach um 1 runterzählt und wenn das Time-to-Live-Feld auf 0 ist, dann leitet der Router, bei dem das passiert, nicht mehr weiter, sondern wirft das Paket einfach weg. Auch hier wieder, im IP wird nicht garantiert, dass ein Paket wirklich ankommt. Das wird tatsächlich einfach verworfen, wenn irgendwas fehlerhaft ist oder wenn die Time-to-Live aufgebraucht ist oder wenn ein Router gerade überfordert ist, weil zu viel Datenverkehr ist, dann ist er auch berechtigt, die Pakete einfach wegzuwerfen. Dafür, dass ein Paket wirklich ankommt, damit wir uns sicher sein können, dass es übertragen wurde, ordnungsgemäß, darum kümmert sich dann die nächste Schicht, die Transportschicht und damit auch das TCP, das Transmission Control Protocol, das wir uns im nächsten Thema genauer anschauen. Wir gehen zu unseren Header-Feldern zurück. Wir waren bei der Time to Live. Jetzt haben wir ein Feld, das nennt sich Protocol, das kennen wir schon vom Ethernet. Da wird wiederum eingetragen, welche Art diese Nutzdaten sind. Das heißt, wir haben jetzt vorher Ethernet-Briefumschlag gehabt. Jetzt nehmen wir einen IP-Briefumschlag, der kommt in den Ethernet-Briefumschlag rein und am IP-Briefumschlag steht drauf, was in dem wiederum enthalten ist. Wann das TCP ist, ist da ein bestimmter Code drinnen, wann das UDP ein anderes Protokoll ist, ist da ein anderer Code eingetragen. Dann kommt die sogenannte Header-Checksum. Das ist wiederum ein Fehlererkennungsmechanismus, der aber in dem Fall nicht wie beim Ethernet über das gesamte Datenpaket gebildet wird, sondern nur über den Header, sodass man berechnen kann, ob der Header ordnungsgemäß übertragen wurde. Dann kommt wiederum die
Absenderadresse, also da ist in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ethernet, aber die Absenderadresse, dann die Zieladresse, jeweils 32 Bit, das ist jetzt genau die IP-Adresse, und dann kommen nur Options und das sogenannte Padding, die kann ich jetzt, also Padding kennen wir wieder von vorher, das ist Auffüllen auf eine minimale Länge. Die Options habe ich jetzt nicht auswendig, die stehen genau, die stehen auch im Skript nicht drinnen, die sind an dieser Stelle nicht wirklich relevant, kann man noch lesen, wenn es einen interessiert. So, Fragmentierung haben wir im Wesentlichen schon diskutiert, wie das funktioniert, auch was die Nachteile von Fragmentierung sind, aber was man nicht mehr braucht, wenn man vielleicht über irgendein altes Netzwerk mit sehr kleinen Paketgrößen übertragen muss, möchte man es im Normalfall vermeiden. Dann können wir uns im nächsten Schritt mit dem Routing auseinandersetzen. Das Routing ist jetzt jener Mechanismus im IP oder im Internet ganz generell, der sich darum kümmert, dass die Pakete, die Datenpakete, die IP-Pakete von einem Host zum anderen gelangen, ohne dass irgendwer zentral weiß, wie das Netzwerk dazwischen aufgebaut ist. Grundsätzlich funktioniert das so, dass man sich darauf verlässt, dass jeder Router so ungefähr seine Nachbarschaft kennt. Wir handeln uns vielleicht einfach einmal durch. Wir haben einen Host 1, der möchte ein Datenpaket zu einem anderen Host, der irgendwo anders auf der Welt steht, mit der Nummer 2 übertragen. Was jetzt der Host Nummer 1 einmal tut, nachdem der meistens nicht selbst ein Router ist, der schickt das Paket jetzt einmal zum ersten bekannten Router. Dieser erste bekannte Router, der muss konfiguriert sein am Rechner, das ist der sogenannte Default Gateway, den wir in den Netzwerkeinstellungen festlegen können. Das ist normalerweise jenes Netzwerkgerät, das dann mit dem Internetprovider verbunden ist, das also eine Verbindung nach außen hin hat. Wir haben jetzt also irgendwo unseren Default Gateway. Der ist da verbunden. Und dieser Default Gateway, also wir gehen jetzt grundsätzlich davon aus, dass der Rechner in einem anderen Netzwerk ist. Wenn der im lokalen Netzwerk ist, dann brauchen wir einen anderen Mechanismus, über den wir uns im nächsten Schritt dann unterhalten. Jetzt sind wir aber im äußeren Netzwerk. Und dieser Default Gateway hat wiederum im Normalfall, der ist ein Router und hat im Normalfall eingetragen, dass er Pakete grundsätzlich zum Router des Internetproviders weiterschicken soll. So, das ist jetzt ein bisschen ein komplexeres, größeres, nicht physisch größeres Gerät, aber komplexeres Gerät, das etwas über seine lokale Umgebung weiß. Dieser Router kann jetzt mehrere Verbindungen zu anderen Netzwerken haben und legt damit fest oder entscheidet dann auf Basis seiner Informationen, die er in seiner sogenannten Routing-Tabelle festgelegt hat, wohin er denn das Paket weiterschickt. Also wenn wir jetzt wieder rauszoomen, gehen wir einfach da mal davon aus, dass es da noch weitere Router irgendwo gibt und dass der Router 1 Verbindungen zum Router, jetzt haben wir 2x2, Verbindungen zum Router 2 und zum Router 3 hat. Es gibt dann noch irgendwo den Router 4 und den Router 5 und dann das lokale Netzwerk, in dem der Rechner 2 hängt, der hat wieder ein Default Gateway, wenn wir das mal fertig zeichnen, der ist, sagen wir mal, mit dem Router 5 verbunden und da dazwischen gibt es Verbindung zum Router 4, zum Router 5, so und so vielleicht noch. Genau. So, und dieser Router 1 muss jetzt entscheiden, wohin er das Paket weiterleitet. Wir sehen, gibt mehrere mögliche Routen. Es kann über den Router 3 gehen, es kann über den Router 4 gehen, es kann sogar über den Router 2 und dann über den Router 4 gehen. Unterschiedliche Möglichkeiten. Der Router 1 entscheidet auf Basis der Informationen in seiner Routing-Tabelle, die auch, muss man dazu sagen, dynamisch angepasst werden können. Auch dafür gibt es wieder Protokolle im Internet, das sogenannte BGP, das Border Gateway Protokoll, mit dem die Router untereinander kommunizieren. Kann der entscheiden, je nach aktueller Lastsituation, die er über dieses Protokoll mitkriegt, an welchen Router er
weiterschickt. In dem Fall sagen wir, also das Paket war vorher beim Default Gateway, dort ist es jetzt zum Router 1 gegangen. Sagen wir, der Router 3 ist gerade massiv ausgelastet, weil der nur an irgendwelchen anderen Netzwerkknoten mit dranhängt und wir entscheiden uns, das Paket an den Router 4 weiterzuleiten. Der Router 4 bekommt das Paket jetzt wieder und hat wieder die Möglichkeit zu entscheiden, Router 2, Router 5. Also der Router 1 hat nicht gewusst, wo genau der Router, der Zielrechner steht, weiß aber, okay, dieser IP-Adressenbereich da, der wäre erreichbar am besten, wenn wir Richtung Router 3 oder Router 4 schicken. Schicken es Richtung Router 4, weil der ist gerade nicht so ausgelastet und kümmern uns nicht mehr weiter dran. Der Router 4 sagt jetzt, okay, Router 2 wird es nicht sein, wenn ich mir die IP-Adresse so anschaue, das geht in eine andere Richtung, ich schicke mal weiter an Router 5. Der Router 5 sieht jetzt, okay, da haben wir eine IP-Adresse, die wir kennen, die hängt nämlich hinter dem Default Gateway, der in meiner Routing-Tabelle da eingetragen ist, der für dieses, für dieses Subnetz zuständig ist und schickt das Paket weiter an den Default Gateway. Nur mal zur Erinnerung, an jeder Stelle da dazwischen kann das Paket einfach verworfen werden, wann der Router gerade zu viel zu tun hat oder wann die Time to Leave abgelaufen ist. Der Default Gateway wiederum, der erkennt jetzt den Rechner 2 und stellt das Paket dann durch. Wann jetzt, wir versuchen einmal das da zu ändern, wann wir jetzt davon ausgehen, wir zeichnen in Rot, dass zum Beispiel der Router 4 ausfällt, dann müsste der Router 1 jetzt dynamisch neu zuordnen. Wenn er das Paket bekommt, merkt er, okay, der Router 4 ist gerade nicht erreichbar, dann stellt er das Paket über den Router 3 zu oder schickt es an den Router 3 weiter, der wiederum schickt es hoffentlich an den R5 weiter und dann sucht sie das Ding einen anderen Weg. Wie gesagt, diese Routen, die können statisch eingestellt sein, diese Routen können dynamisch ausgemacht werden über das sogenannte Border Gateway Protokoll. Es gibt keine zentrale Stelle, die Routing-Informationen über das gesamte Internet hat. Da kommt wieder dieses Designkriterium durch, dass das Internet nicht abhängig sein soll von irgendwelchen zentralen Infrastrukturen, die vielleicht ausfallgefährdet sind oder im Falle eines Krieges einfach weg sind vielleicht, sondern dass es sich auch dynamisch rekonfigurieren können soll, je nachdem, was an Infrastruktur verfügbar ist. Genau, so viel zum Routing. Jetzt haben wir das Paket aber immer noch nicht im lokalen Netz tatsächlich zugestellt und dafür brauchen wir jetzt eine Verbindung zum Layer 2 und das ist das sogenannte ARP, das Address Resolution Protocol. Das Address Resolution Protocol ist jetzt dafür da, dass Pakete tatsächlich in einem, konkret in einem Ethernet, wirklich zugestellt werden können an einzelne Knoten, die sich im selben Netzwerk befinden. Also es geht nicht mehr um Routing, sondern es geht jetzt um die Zustellung im lokalen Netzwerk. Also die letzte Meile, der Briefträger, der tatsächlich dann zum Haus, zur Haustür kommt und das, den Brief ins Postkastel wirft. Dazu, damit wir wissen, wozu wir das ARP brauchen, müssen wir uns kurz in Erinnerung rufen, was denn ein Rechner, der neu in ein IP-Netzwerk kommt, über dieses Netzwerk weiß. Angenommen, wir kommen mit unserem mobilen Endgerät irgendwo hin, da gibt es ein offenes WLAN, das Ding bucht sich ein, also hängt sich ins WLAN rein und weiß einmal von Haus aus einmal überhaupt nichts über dieses WLAN. Das Einzige, was es mitbekommt, also wir sind das Gerät, das Einzige, was das Gerät mitbekommt, ist, dass irgendwo, also wir bleiben beim verkabelten Netzwerk, nehmen wir nicht das WLAN, wir hängen uns an ein verkabeltes Netzwerk an irgendwo und das Einzige, was wir dann mitbekommen, ist, dass wir über DHCP eine IP-Adresse zugeteilt bekommen, dass uns eine Subnetzmaske zugeteilt wird und dass uns ein Default Gateway genannt wird. Das sind die drei Informationen, die man mindestens über DHCP bekommen muss. Darüber hinaus kann es noch Informationen zu einem DNS-Server geben. Da sage ich dann später noch was dazu. Aber das sind die drei Grundkonfigurationen. Das heißt, wir kennen jetzt unsere eigene IP-Adresse. Wir sagen einfach einmal, machen wir das vielleicht mit eintippen. Besser.
Wir sind da 140, 78, 73, 55. Das ist die IP-Adresse, die uns genannt wurde. Und dann wissen wir nur, dass im gleichen Netzwerk irgendwo ein Knoten, der Default Gateway, existiert. Der kriegt oder der hat uns, ist uns genannt geworden, die IP-Adresse 140 78 73 31. No. Das verschieben können da irgendwie. Jetzt, genau. So, und mehr wissen wir noch nicht. Wir können eben nur davon ausgehen, dass es da ein Ethernet dazwischen gibt, ein Bussystem, das diese Rechner miteinander verbindet, weil sonst würde ja gar nichts passieren. Zusätzlich kennen wir unsere eigene MAC-Adresse, klarerweise. Die gehen wir jetzt nicht ein. Die würde den Rahmen ein bisschen sprengen, wenn wir das jetzt auch eintippen würden. Wir kennen die MAC-Adresse und mehr wissen wir nicht. Damit wir erinnern uns jetzt aber ein Ethernet-Paket an diesen Default-Gateway schicken können. Also wir haben unser IP-Paket, das wir gerne übermitteln möchten, kennen aber noch nicht die MAC-Adresse des Default-Gateway, damit wir das Ganze in ein Ethernet-Paket einpacken können, damit das geschickt werden kann, müssen wir zuerst die MAC-Adresse des Default-Gateway herausfinden. Dazu macht dieser Rechner Nummer 1, also unser Rechner, eine sogenannte ARP-Anfrage an das gesamte Netzwerk. Also was der macht, ist, der ruft ins Netzwerk hinaus, und zwar mit einem sogenannten Broadcast. Das heißt, er schickt an alle Rechner. Es gibt eine reservierte MAC-Adresse, die kennzeichnet einen Broadcast. Wenn die eingetragen wird als Zieladresse, dann müssen sich alle Rechner angesprochen fühlen. Mit dieser Broadcast-Adresse schickt er einen ARP-Request an alle Rechner und tragt dort ein Hallo, ich bin der Rechner mit der und der MAC-Adresse und ich suche den Rechner mit der IP-Adresse 144 78 73 31. Da haben wir eigentlich eine Mischung von zwei Schichten. Einerseits funktioniert das Ganze im Ethernet, andererseits verlässt es sich darauf, dass wir wissen, was eine IP-Adresse ist. Deswegen ist dieses ARP-Protokoll ein bisschen schichtenübergreifend. Also irgendwie der Kleber zwischen diesen beiden Schichten, das dort einzuordnen. Kann nicht eindeutig einer einzelnen Schicht zugeordnet werden. Also wir haben einen ARP-Request. Den empfangen alle und der Default Gateway fühlt sich dann angesprochen, er kennt ja seine eigene IP-Adresse und antwortet auf diesen ARP-Request, adressiert jetzt nicht mehr mit Broadcast, sondern adressiert an den 1er mit einem ARP-Response. In dem eingetragen wird, welche MAC-Adresse er hat. Und dann weiß der 1er, an welche MAC-Adresse die Daten zu übermitteln sind, die an den Default Gateway kommen sollen. Das macht er jetzt natürlich nicht ein jedes Mal, sondern merkt sie das, nur wenn er mit einem neuen Rechner kommunizieren möchte, dann braucht er wieder einen ARP-Request. Also wird da jetzt ein weiterer Rechner im Netzwerk hängen, auf dem wir lokal zugreifen wollen, im lokalen Netzwerk. Der hat wiederum eine IP-Adresse, die kennen wir wieder irgendwoher. Und dann würde der 1er wiederum einen ARP-Request benötigen, um herauszufinden, wie er mit dem kommunizieren kann. Also man kann sich vorstellen, das ist jetzt vielleicht der Medienserver im Heimnetzwerk des Kollegen, bei dem er gerade zu Gast ist. Und der sagt, wenn du den Film anschauen willst oder wenn du die Musik abspielen willst, dann verbind dir mal auf den Rechner mit der IP-Adresse sowieso. Dann muss unser Rechner nur herausfinden, welche MAC-Adresse er hat und das macht er wiederum mit einem ARP-Request. Genau, so funktioniert diese Verknüpfung zwischen IP und Ethernet im speziellen Fall. Also ARP funktioniert nur im Ethernet. Für andere Orten von Netzwerken gibt es wiederum andere Mechanismen. Das letzte Thema, das wir jetzt nur kurz behandeln möchten, weil es einfach nur Praxisrelevanz hat, ist das sogenannte NAT, die Network Address Translation.
Das ist jetzt genau diese Krücke, die ich ganz zu Beginn erwähnt habe, warum es nach wie vor nicht notwendig ist, alles auf IPv6 umzustellen, sondern warum man mit diesem eigentlich ausgeschöpften Raum an IPv4-Adressen nach wie vor zurechtkommt. Die Network Address Translation macht jetzt Folgendes. Die setzt in ein lokales Netzwerk die auf sogenannte private IP-Adressen. Also wir haben ein lokales Netzwerk, wir haben das öffentliche Internet und wir haben an der Schnittstelle den Router, haben wir vorher schon diskutiert. Und wenn wir jetzt Network Address Translation aktivieren, dann macht dieser Router nicht nur die Paketweiterleitung, sondern dann kümmert sich der noch um was weiteres, nämlich er verändert sämtliche IP-Pakete, die von dem lokalen Netzwerk heraus übertragen werden, und schreibt deren IP-Adressen auf eine einzelne öffentliche IP-Adresse um. Im Hintergrund können also beliebig viele Geräte arbeiten. Nach außen hin schaut es aus, wie wenn es nur ein Rechner wäre. Das heißt, wir brauchen im öffentlichen Internet nur eine einzelne IP-Adresse und können dahinter beliebig viele Rechner aufhängen. Der Router hat dann ein bisschen mehr Aufwand. Er muss nämlich sich für jedes Datenpaket, das rausgeht, merken, von wem das gekommen ist, und wann die Antwort zurückkommt, muss er das Paket wieder entsprechend umschreiben, damit es wieder dem ursprünglichen Anfragenden zugestellt werden kann. Das ist das, was man im Normalfall im Heimbereich immer in Betrieb hat, weil man von einem Internetprovider im Heimbereich normalerweise nur eine IP-Adresse zugeordnet bekommt. So, und jetzt möchte man vielleicht das Smartphone und den Computer und dann noch ein zweites Smartphone und vom Bekannten des Smartphones und so weiter reinhängen, und der Drucker braucht eine IP-Adresse und der Fernseher braucht mittlerweile eine IP-Adresse. Es reicht also eine öffentliche IP-Adresse nicht aus, deswegen wird da standardmäßig im Normalfall NAT verwendet. Man kennt diese, also das Problem ist natürlich, dass die Anzahl an IP-Adressen wird ja nicht größer deswegen, dass diese privaten IP-Adressen mehrfach verwendet werden müssen in den unterschiedlichen privaten Netzen. Also der Nachbar hat vielleicht dieselbe IP-Adresse wie man selbst, nur hängt er halt hinter einem anderen Router, sodass Rechner im Internet eigentlich nicht mehr eindeutig adressierbar sind. NAT ist deswegen nur geeignet, wenn man als Client auftritt, wenn man als Server auftritt, also öffentlich erreichbar sein möchte, öffentlich einen Dienst anbieten möchte, dann kann man NAT in Wirklichkeit nicht verwenden. Für Clients ist es aber egal, weil sich der Router eben bei einer Anfrage, die rausgeht, merkt, an wen er die Antwort wieder zustellen muss. Damit dieses NAT funktionieren kann, gibt es eben im standardisiert festgelegt unterschiedliche sogenannte private IP-Netze, private IP-Bereiche, die man verwenden kann, um NAT, also um so lokale Netzwerke aufzubauen. Die bekanntesten sind wahrscheinlich das Klasse A-Netz, das mit 10 beginnt. Also da kann man sich austoben. Man hat 16 Millionen IP-Adressen zur Verfügung, um sich sein lokales Netzwerk aufzubauen. Wann auch immer man das verwenden möchte. Also den 10er Bereich gibt es im öffentlichen Internet nicht, der ist reserviert für Private, genauso wie das gängigste wahrscheinlich für den Heimbereich 192.168. Das wird sehr gerne verwendet, um private IP-Adressen für kleinere Netzwerke aufzubauen. 192.168 bietet uns immer noch 64.000 oder 65.000 Adressen, auch mehr als genug. Im Normalfall wird die Subnetzmaske viel kleiner gewählt, das heißt, es wird einfach das nächste Bit immer nur einfach nur auf 1 gesetzt, also 192.168.1, und nur der hintere Bereich wird frei vergeben, sind 255 Rechner, was für Heimnetzwerk
immer nur bei weitem ausreichend ist. So viel zu IP an dieser Stelle. Sollte man sich fast alles merken. Ich würde gerade nochmal zusammenfassen, was da jetzt wichtig war. Am wichtigsten aber wahrscheinlich der Routing-Mechanismus und das Verständnis der IP-Adressen. Das heißt, merken, dass es bei IP-Adressen sowas wie ein Host-Teil und ein Netzwerkteil gibt, dass man, das habe ich vielleicht so noch gar nicht erwähnt, dass man anhand des Netzwerkteils entscheiden kann, ob ein Paket eigentlich im lokalen Netzwerk zugestellt werden muss oder ob es an den Router weitergeleitet werden muss, weil es irgendwo anders im Internet ist. Das heißt, man nimmt die Netzwerkmaske her und schaut, ist die Empfängeradresse, hat die Empfängeradresse den gleichen Netzwerkteil wie meine eigene Adresse. Wann das der Fall ist, dann geht man mit ARP vor, also schaut in seiner Datenbank, also in seiner Tabelle noch, kennt man den anderen Host schon, sonst muss man ARP machen. Wenn die Adressteile unterschiedlich sind, dann schickt man das Paket einfach an den Default Gateway weiter und lässt sich den weiter darum kümmern. Also dieser Routing-Mechanismus und das Zusammenspiel mit den IP-Adressen, das ist an dieser Stelle wahrscheinlich das Wichtigste von IP, aber auch alle anderen Aspekte werden durchaus wichtig sich zu merken. Auch hier wieder bitte nicht das IP-Paket auswendig lernen, aber die wesentlichen Elemente, die da drinnen stecken, wären schon interessant, dass man die benennen kann, aber man nicht weiß, wie exakt die funktionieren oder wie exakt die im Header angeordnet sind. Gut, bis jetzt war alles unzuverlässig in der Zustellung und in der Ebene 4, die wir jetzt als nächstes besprechen, also in der Schicht 4, in der Transportschicht, kümmern wir uns jetzt darum, dass das Ganze ein bisschen zuverlässiger wird.